Mind District. Glück und Gesundheit selbst in die Hand nehmen. Schön dabei zu sein. Danke für die Einladung. Ja, ich glaube, damals war der Grund, dass ich es persönlich wichtig fand, um etwas zu tun für Leute und für Gesundheit der Menschen in den Niederlanden und vor allem psychische Gesundheit. Zweitens, ich hatte damals schon Erfahrung mit Startups in andere Sektoren als Gesundheit. Und es war mir wichtig, als Startup-Erfahrungsexpert, das auch in diesem Bereich zu tun. Und als dann ein Freund von mir die Forschung machte damals an der Uni in Amsterdam bezüglich e-Health, mich erzählt hat und richtig begeistert hat über die Erfolge mit e-Health und gezeigt hat, dass es tatsächlich kosteneffektiv ist, um Leute über Internet zu betreuen, dann habe ich gesagt, jetzt glaube ich, passt das alles zusammen, kommt es zusammen. Und dann habe ich Mindstick gegründet mit der Idee, um eine neue e-Health-Plattform zu entwickeln und dann das nicht direkt B2C an Patienten, aber indirekt B2B über Kunden, Anbieter von Therapie an Patienten anzubieten, damit es für schnell für relativ viel Patienten verfügbar ist. Das ist eine gute Frage. ich glaube, wir haben, was wir gut gemacht haben, mehrere Punkte, glaube ich. Was wir erstens gut gemacht haben, ist, dass wir mit sogenannte Launching Customers gearbeitet haben. Das bedeutet, ich habe die Idee als Konzept verkauft an einige relativ größere Kliniken in den Niederlanden, die dann gesagt haben, okay, ich verstehe die Vision, ich teile auch die Vision. Ich glaube, dass in der Zukunft werden mehr und meer Patienten digitaal oder blended face-to-face und digitaal betreut. Und wir möchten gerne zusammen mit Mindstick, mit den Entwicklern von Mindstick, gemeinsam arbeiten aan neue module für bestimmte Zielgruppen wie Patienten mit Depression oder Sucht oder Angst. Und gleichzeitig auch die Plattform, Software in der Plattform weiterbringen. Und das hat, glaube ich, dafür gesorgt, dass wir die Bedürfnisse der Kunden auch direkt in ein Produkt übersetzt haben. Das ist tatsächlich Bedarf gab für unsere Plattform. Was wir auch gut gemacht haben, ist, dass wir Marketing betrieben haben über sogenannte Tutorials. Und das heißt, dass wir sehr regelmäßig Lektionen organisiert haben, indem wir erzählt haben, was sind unsere Erfahrungen mit e-Health? Was ist es? Wie finanziert man das? Was sind die Erfahrungen mit patiënten? Das war alles umsonst. Und das hat eine Art Community gebracht von Therapeuten und Ärzten und Krankenkassen und Managers, die dann gesagt haben, wir verstehen das Konzept und wir vertrauen Mindstick als unser Lieferant in diesem Bereich. Deutschland ist ein riesiger Markt, auch relativ schwierig. Wir sind schon unterwegs in Deutschland seit 2012, damals als Partner von der Leuphana-Uni in Lüneburg. We haben dann 2-3 Jahre waren wir gemeinsam unterwegs, um deutschsprachige Module zu forschen. Und haben uns dann langsam in die Versorgung
ja, überbracht und haben Kliniken und Ärztezentra vereinbart. Aber haben das eigentlich immer von den Niederlanden aus gemacht, also remote gemacht. Und das, ja, das ist nicht wirklich effektiv. Und deswegen sind wir ganz froh met Asklepios en met vrouw dokter Kentgens, die als, ja, als Deutsche en als zeer ervarene managerin dat ze jetzt met ons mag. Tatsächlich habe ich mit meinem Distrikt schon vor Jahren die ersten Berührungspunkte gehabt. Ich war zuständig für die Gesundheitswirtschaft in Hamburg, habe dort innovative Projekte vorangebracht, großes BMBF-Projekt gewonnen, damals mit Psychenet. Und mein Distrikt ist mir in dem Zusammenhang das erste Mal begegnet, als völliger Exot-Vorreiter, weil es im deutschsprachigen Raum E-Mental Health noch nicht, so gut wie nicht gab. Also, nee, gab es nicht. Und dann von denen zu hören, wie erfolgreich die in Holland sind und was da alles geht, das hat mich schon damals fasziniert. Seit 2015 ist dann Asklepios Kunde von meinem Distrikt und versucht auch seit 2015 diese Programme in den eigenen Psychiatrien und Kliniken zu etablieren. Mit vielen auch ja, Lernerfahrungen, weil es nicht so einfach ist, weil der Markt in Deutschland immer noch da ein bisschen, oder das ist noch wirklich in den Kinderschuhen, muss man ehrlicherweise sagen. Und als ich jetzt im Januar mit dem Asklepios-Vorstand zusammensaß und wir diskutierten, wo geht die Reise, die Vision hin, welche neuen Felder sind es, war natürlich mein Distrikt, was seit anderthalb Jahren zum Asklepios-Konzern gehört, als Tochterfirma auch ein großer Agendapunkt. Und der Vorstand hatte entschieden, damit das auf dem deutschsprachigen Markt so richtig an Kraft gewinnt, kann man das nicht von Holland raus steuern. Sondern der Markt ist so unterschiedlich an so einem anderen Punkt. Es braucht jemand, der das Geschäft im deutschsprachigen Raum voranbringt. Und das war dann so, da kam so eins zum anderen, dass ich sagte, ganz spannende Aufgabe, habe ich riesig Lust zu. Innovation, neue Ideen nach vorne bringen in einem Markt, der dafür jetzt reif ist, mit all dem Wissen, was ich so aus der Gesundheitsversorgung auch kenne und darüber weiß. Großartig. Die Aufgabe ist zweigeteilt. Ich muss ganz viel in Holland verstehen, kennenlernen, weil da ist das Wissen über dieses spannende Produkt mit der Vielfalt und den Möglichkeiten. Und gleichzeitig im deutschsprachigen ein Teamaufbau, einen Kundenaufbau, eine Bekanntheit forcieren und da auch fast so ein bisschen was, es gibt schon Kunden, es gibt auch schon eine Bekanntheit, aber doch so ein bisschen was wie einen Neustart auch riskieren, weil wir an vielen Stellen in den vergangenen Jahren mein Distrikt einfach das Niederländische aufs Deutschsprachige transformiert hat und das gelingt nicht. Und so bin ich froh, dass wir einerseits ein neues Team aufstellen konnten und wirklich jetzt ein kleines, feines, sehr effizientes Team in Deutschland damit auch jede Funktion vertreten haben, außer der Produktentwicklung, die man so braucht, also Marketing, New Business, Inhaltentwicklung, weil wir auch Inhalte auf Deutsch nicht einfach übersetzen können, die müssen angepasst werden. Das heißt, da haben wir wirklich eine Einheit in Berlin, wo wir ganz tatkräftig uns an die Spezifika des österreichischen, Schweizer und deutschen Marktes anpassen können. Und gleichzeitig sind wir immer wieder mit den Amsterdamer Kollegen, den Niederländern, im ganz engen Austausch. Und das macht es auch wirklich sehr reizvoll, da zu lernen, zu gucken und gleichzeitig dann zu übertragen und zu sagen, ja, ein Beispiel, wir haben gerade ganz frisch ein Zertifikat bekommen von der KBV, der Kassenärztlichen Vereinigung, für die Videosprechstunde. In Holland gibt es schon lange Videosprechstunde, es braucht aber nicht das Zertifikat. Im Deutschsprachigen braucht es ein solches Zertifikat, allein schon, um abrechnen zu können und um Qualitätssiegel zu haben. Und das haben wir jetzt. Aber das ist erstmal was, wo wir jetzt auch wirklich aus dem neuen Team heraus sagen konnten, jetzt gehen wir das an, jetzt haben wir die Power. Und auch sagen können, selbstbewusst gegenüber den niederländischen Kollegen, in dem Markt hier brauchen wir das. Und sind ganz stolz, dass wir es jetzt haben. Mind District. Glück und Gesundheit selbst in die Hand nehmen.